Morgenstund hat Lud im Mund. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten, der hier jetzt endlich ein bisschen Lud gefunden hat. Ich bin zwar nicht mit Dragbat, wie im Titel steht, unterwegs, aber Dragbat ist im Moment sehr, sehr stark. Und wie stark das ist, komme ich aber im Laufe der Folge zu. Aber lass mich erstmal ein bisschen farmen. Denn immer mal wieder gibt es ja so ein bisschen, ja, zumindest zeige ich immer mal so ein bisschen meine Fails oder auch nicht. Und aber so ein bisschen üben hier. Ich bin im Moment mit dem Account hier etwas geschwächt, weil ich immer noch keinen Warden habe. Das heißt, der Warden datet gerade ab. Wo geht die Queen hin? Okay, die geht nach da. Schade. Ich dachte eigentlich, ich kriege vielleicht eine Luftabwehr oder so. Aber hätte Fahrradkette. Oh, da kommt noch ein bisschen. Da kommt jetzt sogar noch ein wenig Clanburg auf mich zu. Okay. Aber das könnte ich kompensieren. Mal gucken. Ja, das ist jetzt. So, mal sehen. Ist gut. Okay. Die beiden hinterher. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ein von denen hier. Und wir nehmen mal unser Flaggschiff hier mit rein. Also nicht das Flaggschiff, sondern den Slammer. So, dann soll das hier bisschen fixer durchgehen, hatte ich eigentlich gedacht. Und auch hier ein wenig schneller sein. Muss ich mal eben gucken, wo es am meisten weh tut. Da ist der. Oh, im Moment tut es noch gar nicht weh, sehe ich gerade. Allerdings, ich habe den Gift gar nicht geworfen da, ne, für die dummen Loons. Okay, ist aber nicht so schlimm. Hier unten friesen wir mal durch. Machen wir ruhig nochmal, weil wir hier jetzt gleich noch so ein bisschen was offen haben, beziehungsweise ein Wut habe ich ja noch. Und ein bisschen gleitet es mir da nach außen ab, aber Tesla Farm. Ja, okay, die tut jetzt nicht ganz so weh. Die tut jetzt nicht ganz so weh, aber die Luftabwehr, da tut weh, okay. So, mal sehen, ob wir hier mit den Loons nicht noch ein bisschen schaffen, aber sieht ganz gut aus. Es sieht ganz gut aus, dass wir hier mit den Loons wenigstens noch so ein bisschen was wegholen. Denn oben in dem Compartment, wo die Loons auf uns warten, ist auch kein Loot mehr. Der Loot ist nur hier unten und Drachen sind noch gut dabei. Die Elektrodrachen, die kommen nicht mehr zum Ausholen, weil der eine Drachen da jetzt im Moment alles wegmacht. Das ist natürlich ein bisschen unlucky gerade. Aber dennoch haben wir, glaube ich, das bekommen, was wir wollten, nämlich fast alles an Loot. Das ist aber nicht, das war jetzt gar nicht viel, kann ich euch sagen. Denn bei uns, ich habe da nur einen Screenshot von, hat der Ferdinand die Tage so ein Monster-Loot gehabt oder vor einer Woche oder so. Ich habe es nur noch gescreenshottet bekommen mit Kobolden. Zeige ich euch gleich, wenn der Kampf hier vorbei ist. Und ich glaube, mehr kann man nicht machen. Also, was heißt, mehr kann man nicht machen? Hier ist mir die Zeit ausgelaufen. Mehr kann man nicht machen, ist gut. Sondern, ich glaube, ich blende euch das jetzt mal ein hier. 1,5 Millionen von beiden und dann noch so viel Dunkles dabei. Das ist schon ziemlich viel und er hat so circa 1 Million von beiden bekommen mit only Kobolden. Er hatte nur Kobolde dabei und finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schick. Lass mich mal eben nachbauen. So, ich baue die Armee nochmal nach. Hier könnte ich spenden. Ja, das mache ich auch. Denn die Zauberspenden hier ist auch immer ein bisschen für einen Pass und für die Errungenschaften ganz gut. Für den Pass muss ich noch, da muss ich noch ein bisschen was machen. Okay, aber ihr seht da oben die 1. Ich wollte nicht so anfangen wie in der letzten Folge, denn Alex hat es endlich gepackt hier. Das ist der Grund, warum Alex immer 1000 Gems hinter Donnerwengel war, dass er das Nachtdorf noch nicht fertig hatte hier mit den 3000 Trophäen. Das hat er jetzt und damit hat auch der Alex endlich mal wieder über 17.000 Gems. Okay. Jo Freunde, jetzt habe ich gerade so ein bisschen den Faden verloren gehabt, ist aber nicht so schlimm. Wir wollten in jedem Fall, ja, wir wollten einen Dragbat-Angriff sehen, sonst passt das wieder im Titel nicht und ich will ja jetzt nicht beten. Also ist jetzt nicht mir gelungen, aber wir gucken mal hier ins Warlock, die am Wochenende bei mir in den Livestreams waren, haben das schon gesehen. Ist aber nicht so schlimm. Ich muss mal eben gucken, ich meine, es gab viel zu schauen in den Livestreams, also wir haben alles dabei von 99% über heftige Fails, aber ich glaube, der Angriff hier von Jack, der war mal Dragbat etwas anders. Also, ihr seht das hier unten,
Drachen am Start, ein paar Helden, ein Barbaren, okay, und 6 Bedspells. 6 Bedspells, 3 Fries, und ihr könnt euch das jetzt mal anschauen, wie er das gemacht hat. Also ich fand es wirklich, wirklich krass, muss ich sagen, wie stark diese Armee ist und wie viel man nur mit den Bedspells rausholen kann. Das ist echt unheimlich viel gewesen. Und aber erstmal so ein bisschen mit etwas Kleinkram hier gefunnelt, beziehungsweise nur mit King und Queen geht's hier in die Mitte, beziehungsweise Richtung Adlerartillerie. Da kommt jetzt auch keine Clanburg raus oder so, denn die ist erstmal weit genug weg. Das heißt, er kann sich das auf jeden Fall mit den beiden Helden hier holen, auch wenn natürlich jetzt die Inferno schießen, der Scattershot dort auch schon anfängt. Aber wenn die Queen gleich durch ist, und die schafft vor allen Dingen noch die gegnerische Queen und auch den Scattershot. Das war, ich wollte gerade sagen, bitter nötig. Aber jetzt kommt, also wir sind ja jetzt bei 23%. Und jetzt geht's los mit dem Betz hier und unten mit dem Luftschiff. Also beides zeitgleich, ihr seht das. Und jetzt guckt euch das an von 29%, wie viel diese beiden Sachen hier jetzt rausnehmen an Prozente. Das ist echt unglaublich. Den Royal Champion hier mit reingezogen. Und Fries auf den Magierturm und 41%. Und jetzt lebt nicht mehr so viel. Das ist echt der Hammer. Guckt euch das an, die Bets sind immer noch dabei. Unglaublich. Jetzt kommt der eigentliche Luftpart. Also wir sind jetzt schon bei 47%. Und jetzt geht es mit den Drachen rein. Aber die haben jetzt nur noch eine einzige Luftabwehr gegen sich. Der steht auf Boden hier. Der steht noch auf Luft. Und die restliche Defense ist auch nicht mehr so stark gegen Drachen. Es war wirklich unglaublich, Leute. Und wie stark diese Angriffstaktik ist. Ich hätte es gar nicht gedacht. Und vor allen Dingen gegen die Boxbase hier. Die Base hier hat einfach mal null Chance. Muss man mal so sagen. Und oben räumt er schon auch schön dran gedacht. Immer dran denken, Leute. Cleanup mitnehmen. Denn da oben gibt es reichlich tote Gebäude. Der Champion hier hatte jetzt noch so ein bisschen mit dem Lava-Hund zu tun. Okay. Aber das war jetzt nicht so schlimm. Der Fries hier kann man machen, muss man aber nicht. Ihr seht, dass hier die Drachen easy peasy fliegen die hier immer eben durch. Und also echt schöner Angriff hier. Einfach mal anders. Ihr kennt sicherlich den Dragbet, dass man die Drachen setzt und irgendwo im Backend die Bets und die nicht ganz so alleine durchfliegen lässt. Aber diese Base hat sich wahrscheinlich dafür einfach mal angeboten. Der Warden ist übrigens noch nicht gezündet und schön gegengefunnelt hier unten mit dem Babydrachen. Das, ich meine, die Drachen können jetzt nur noch Richtung der drei Bauhütten gehen. Da ist jetzt nur noch ein Rathaus in der Mitte, was ein bisschen im Weg steht, aber nur ein bisschen. Und dafür hat er sogar noch einen Zauber, hat noch die Wardenfähigkeit. Das heißt, alle seine Drachen überleben auch die Riesenbombe. Und jetzt sind es nur noch oben die drei Bauhütten. Also echt cooler Angriff, oder? Guckt euch die Armee an. Ich meine, damit kann man das sicherlich im Rathaus 13 Bereich machen. Im Rathaus 12 und 11, ja, vermutlich auch. Ich kann da jetzt auch mal ein bisschen mit farmen. Aber den wollte ich in jedem Fall festhalten, bevor er wieder ausläuft. Und unter Umständen halte ich euch auch, ja, ich weiß nicht, ob ich euch auf den Laufenden halten kann, was die ankommenden oder angehenden Sneaks angeht. Da habe ich jetzt gerade noch keine Ahnung, was okay, ich habe schon ein bisschen Ahnung, was davon auf euch zukommt, aber ich bin ja eigentlich immer der Letzte, der überhaupt davon was macht, weil ich natürlich auch nicht immer on top sein kann, wenn die Sneaks laufen, beziehungsweise wenn vielleicht die ersten Sachen schon geleakt werden, aber wenn ihr so die einschlägigen Wiki-Kanäle und so beobachtet, da gab es schon einige, was da beobachtet wurde. Und unter anderem unter Umständen 5 Helden-Level. Oh, oh, oh. Es geht in jedem Fall weiter. Alter, so viel Loot hier. Aber auch so eine starke Base. Obwohl, so stark ist sie gar nicht. So stark ist sie, glaube ich, gar nicht. Gucken wir mal. Oh, da ist ein 5er Rathaus. Das ist doch ganz schön stark. Aber der Rest ist gar nicht so gut. Okay. Wir gehen hier mal rein. Wir wollen hier ein bisschen Loot abhaben vom ganzen Kuchen. Ich gucke mal. Ich habe einen Zeppelin dabei. Was habe ich denn da drin eigentlich? Okay, da habe ich jetzt Loons drin. Da könnte man natürlich da was mitmachen. Okay, wir gehen hier mal rein. Oh, da hätte ich mal ein paar Ballons noch zuschicken sollen. Schade, ob wir den Adler hier nicht wegkriegen. Und den kriegen wir da weg. Das ist wunderbar. Sehr cool. Dann machen wir hier schon mal die Werkstatt, um
uns dann gleich ein wenig Loot einzuholen hier. So, der King will da durch, die kleinen Mauern. Okay, das rächt sich jetzt, Kollege, dass du die Mauern nicht so hoch hast. So, da ist die Queen. Was macht die? Die macht da noch die Kanone, aber keine Luftabwehr mehr. Okay. Oh, was kommt da jetzt auf mich zu? Zwei Loons, alles klar. So, da hat der aber schon mal gut gefressen hier. Und dann können wir hier reingehen mit unseren Drachen in diese Richtung hier. Wir haben jetzt das, was wir natürlich nicht haben. Wir haben jetzt keinen Giftzauber dabei gehabt. Okay, aber da sind die Truppen noch ganz gut unterwegs. Das war jetzt auch mein letzter Zauber. Ich meine, ich bin jetzt ein bisschen, schwach auf der Brust hier und meine ganzen Bets sind auch draufgegangen. Ich hatte die jetzt über den Inferno, der eben im Fries war, geworfen. Na, war vielleicht uneffektiv. Müssen wir mal ein bisschen mit üben, Toto. Okay, dann werden wir das tun. Ein bisschen nehmen wir ja wenigstens mit hier. Wenn auch jetzt nicht so ultra viel, aber war jetzt auch ein Rathaus 12, ne? Und ich bin ja ein bisschen jetzt, aber kein Worden dabei. Mit Worden werden das hier natürlich easy peasy viel, viel mehr Loot. Mehr nicht. Mehr Sterne wahrscheinlich nicht, aber immerhin ein Stern gepackt hier. Dann sollte ich das Drachending hier auch fertig haben mit den für den Pass. Oder so kann man es machen. Jetzt lassen die das Lager da so ganz außen vor sich liegen. Okay. Ja, jetzt kommt da gleich noch die Luftabwehr, aber den Inferno nehmen wir noch mit für die Inferno-Tat hier. Und dann geht das hier in jedem Fall weiter. Ja, ich halte euch einfach mal auf dem Laufenden, was da so kommt. Oder versuche das mal so ein bisschen. Ich bin jetzt nicht so der Sneaker oder der Leak-Picker oder wie man die Jungs und Mädels auch nennt. Jetzt kriegen meine Drachen hier aber heftig Beschuss hier. Die sind ja auch erst auf 6. Und naja, immerhin. Ein bisschen haben wir ihm was weggenommen. Sicherlich nicht so viel, wie der Ferdinand das gemacht hat, aber immerhin etwas. Okay, nehmen wir nochmal mit. War gar nicht mal so schlecht. Quicken wir nochmal Train. Nee, Train nehmen wir nochmal Quick. Und dann müsste ich das aber... Ach nee, mit dem Drachen habe ich noch gar nicht erledigt. Alles klar. Okay, Toto. Dann machen wir mal später zu Ende. Ich hoffe, das hat euch trotzdem ganz gut gefallen. In dieser Woche gibt's wieder etwas, ja, ich will nicht sagen vermehrte Livestreams, aber es gibt mal tatsächlich GML Gladiatoren-Turnier Rathaus 10 von mir zu sehen. Also in jedem Fall spätestens am Mittwoch, so gegen 21 Uhr werde ich wieder online sein. 21:30 Uhr, glaube ich, geht das erste Match los. Ob ich das am Dienstag schon bin, weiß ich noch nicht. Da hadere ich noch mit mir. Da könnte ich euch richtig viel aus dem Gladiatoren-Turnier Rathaus 10 zeigen. Wenn ihr das vielleicht wollt, schreibt es mir heute noch in den Kommentar. Ich bin dann noch am Überlegen, ob ich das mache, denn das werden heftige, das wären dann 2 CKs am Stück. Und aber Only Rathaus 10, da freue ich mich in jedem Fall drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Habt einen coolen Wochenstart gehabt. Und bis dahin, danke fürs Zuschauen. Euer Toto. Fest.